Also, fangen wir an mit Jung, was ich ausschließe. Ginge tatsächlich sogar. Es ist heller, trotzdem noch düster. Das passt besser als gedacht, tatsächlich. Wobei es meist eben mit Teppich ausgelegt wird, nachher wahrscheinlich später, aber das ist ja nicht der Punkt jetzt. So. Nein. Eindeutig nein. Will ich nicht, mache ich nicht, gibt's nicht. Ja, nee, da nicht. Aber hier ist schon nicht passend aus. Wobei. Geht eigentlich. Vielleicht war es ziemlich cool. Naja, es hebt sich schon stark ab voneinander, aber es sieht tatsächlich ganz hübsch aus. Also besser als das als Dingens zu nehmen, auf jeden Fall. Als Dach würde ich es auch nicht nehmen, nicht nochmal. Aber als Boden? Als Boden ist das cool. Tatsächlich. Ich wünschte, es würde besser dazu passen. Man sieht schon, dass das wirklich von einem anderen gemacht wurde hier. Da gehe ich mal schief, dass so weit recht. Hier immer meckert, dass es. Ah, das ist kein Mieser mehr. Bei denen merkt man es wirklich. Das hebt sich aber ab vom anderen Stil. Das passt aber sehr gut rein eigentlich irgendwie. Das ärgert mich ja jetzt ein bisschen, muss ich zugeben. Ah. So. Was sagt er hierzu, der Gute? Auch sehr gut. Das hat ein sehr hübsches Holz, wie gesagt. Tja, nein. Ist weg. Will dich gar nicht mehr sehen. Das kommt nicht in Frage. Sieht zu gewöhnlich aus, zu langweilig. Zu kraftlos. Wobei Kazi ist ja auch nicht mehr der Stil von Mieser, soweit ich weiß. Aber auch hier sieht man, na, die beiden sind schon sehr ähnlich irgendwie. Fast das gleiche Muster sogar drauf. Also man merkt, dass die beiden wohl vom gleichen kommen. Es sieht extrem geil aus, der Boden. Der ist wirklich total super. War doch noch sehr hell. Das hier ginge, aber es wiederum. Das ist jetzt das Problem, was ich mit Mieser habe, tatsächlich, wenn ich jetzt den Vergleich sehe. Das hier wirkt so matt und tot. Das hier glänzt ja förmlich, also fast vom Gefühl her, die beiden Sachen. Also so ein bisschen Hochglanzpolitur, könnte man meinen. So wirkt es auf mich gerade. Und das finde ich sehr geil. Das hat man mit den anderen Holzern eben nicht bei dem Stili, aber dann passt er besser zusammen. Ach, echt schwierig. Was nehme ich davon? Day. Das ist mir, glaube ich, zu hell. Ob wir auch diese Böden variieren können nachher im Tor von Haus zu Haus, so ist auch nicht. Und wie gesagt, zum Beispiel mit Teppich verlegt werden irgendwann, also es ist gar nicht so relevant, was ich nehme. Und das Ding ist auch, also das behalte ich auf jeden Fall, aber das hier würde ich ja immer noch gerne gegen andere Texturen austauschen von einem anderen Pack, 64er, was zum Rest passt. Das heißt, wenn ich das jetzt hier einbaue und das in einem anderen Pack ganz anders aussieht, da habe ich die Arschkarte, was dann doof aussieht. Das ist auch nicht so mein Ziel und mein Bestreben. Huh. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Das ist echt toll. Ich glaube, ich wähle tatsächlich dann das hier. Weil es eher dazu passt, weil es ein bisschen dunkler ist. Und, ja, man, das sieht auch sehr knallig aus dann. Das Haus ist von außen relativ düster. So fast schon kriegerisch, ne? So wie ich es ja auch jetzt eigentlich haben wollte vom Stil. Dazu passt das dann aber nicht mehr so, tatsächlich. Das ist so ein bisschen das Problem. Tja. Tja. La la la. Ich müsste eigentlich auch hier Schornsteine hinbauen, fällt mir gerade so auf. Wenn ich da jetzt einen habe, was da gut aussieht übrigens. Bräuchte der Rest sowas auch noch. Hm. Ich sollte auch diese hier mit Schornstein einplanen, glaube ich, weil die einfach nicht schlecht aussehen. Gibt dem Haus noch irgendwas. Jo, fürs Protokoll später noch und so, ne? Tja. Ich nehme das hier. Ich nehme Dschungelholz. Das, davon ich so wenig habe. Weil, darum. Wie gesagt, das hier ist doch ein bisschen zu hell irgendwie und das hier ist mir zu unbeständig, weil ich nicht weiß, ob ich es auch ewig haben will. Und das passt einfach nicht so gut zusammen.
Ich meine, es macht schon gut Eindruck zusammen, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hab's ja gerade 10 Milliarden Mal erklärt. Reicht dann noch irgendwann wieder. So. Also. War nett gemeint, aber nein, danke. Leider bist du nicht geworden und du auch nicht. Birk habe ich gar nicht probiert jetzt, ne? Siehste. Birk habe ich gar nicht probiert. Doch noch was vergessen. Aber auch hier natürlich das Ganze viel heller. Nee, fürs erste Haus. Jetzt kann ich später mal machen, aber gerade fürs erste Haus mache ich es nicht. Wenn ich so eine Art Botschafter was baue, wäre es vielleicht eine Idee. Das ist ein bisschen heller und freundlicher wirkt das Ganze, aber beim jetzigen Haus, was mehr oder weniger das Vorbildhaus für die kommenden Generationen dieser Häuser sein soll, bei dieser quasi Vorlage, beim Blueprint, soll es dann doch eher so sein, dass es eher kriegerisch oder keine Ahnung was wirkt. Hätte ich ganz gerne, ja. Komm schon. Erde weg. Zusammenhauen alles. So. Bisschen sortieren, wenn das Sortieren gar nichts bringt, weil ich nach ein, zwei Versuchen wieder alles umgeworfen habe, aber ist ja egal. So, ich muss noch ein paar Steine brennen nebenbei übrigens. Wie viel Glas gebrannt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aber wenig Steine, hat doch nicht. Mal, ein paar sind doch da. Weil ihr wisst ja, ich brauche die jetzt allesamt. So. Ein bisschen Glas haben wir auch wieder mal bekommen. Zack. Und zack, Kohle. Muss was nachlegen bei einigen Dingern hier jetzt auch nicht verkehrt. So, so, so. Bei dir legen wir nach. Hat die auch ein bisschen. Okay. Es wird doch mehr gebraucht, als ich dachte. Zack, zack, zack. Oh, das wird ja reichen eigentlich hier. Vorerst. Ich weiß ja noch nicht, wie das Dach werden wird. Ich brauche da wieder mehr von der Sorte. So. Hier wird auch gleich umgearbeitet, würde ich sagen. Mist! Nein! So war das ja gar nicht. Nee. Stimmt ja. So wird aber ein Schuh draus. Beim nächsten Mal dann. So. Okay. Ich glaube, ich gehe mal in den Fichtenwald runter und gucke, wie es da aussieht. Das soll ich brauchen. Na, es geht wieder los. Wenn ich einen Tön dabei habe. So. Mal gucken, was gewachsen ist jetzt schon. Ich hoffe es einfach mal. Ja. Ja. Drei oder vier. Aber ich nehme es trotzdem. So. Meins, 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 meins. Stirb. Stirb. Was für eine krasse Haltbarkeit diese Holzsack einfach hat, irgendwie, ne? Das ist doch durch den Mod. Muss einfach durch den Mod sein. Ja, auch nächstes kaputt normalerweise. Der schon auf N gesetzt, oder nicht? So. Ach, der eine hat noch beschissen. Aber die Axt muss zurück. Oh. So. Da sind wir wieder. Ach ja, genau. Trope. Vergessen, Trope zu nehmen. Ja, doch. Gleich auch mal abholzen, wenn ich schon mal hier bin. Ich werde viel Tropenholz und Dingens brauchen jetzt für meine Häuser. Wobei Trope gar nicht so viel ist, muss der Boden eigentlich. Aber dennoch, ich habe davon nicht so viel und muss allgemein, glaube ich, öfter mal zur Holzfarm kommen. Und mir das Zeug mal abhacken. Boah, wir haben so wenig Zeug gekriegt hier. Ach, das noch. Ah, zwei sogar. Dann ist ja gut. So, oben gelandet. Leider nein. Eine Trope ist echt schwierig. Mit der Ergiebigkeit. Von Setzlingen jedenfalls. Es werden hier aber nicht mehr, ne? Es ist immer die gleiche Anzahl irgendwie. Wenn ich alles voll habe an Trope. Ich könnte höchstens mal bei Gelegenheit hier die Decke erhöhen, vielleicht, dass sie höher wachsen. Und dann entsprechend
Tropft da Wasser runter? Ja. Hm. Dann nur so halb Deck erhöhen. Das will ich ja, glaube ich, bei Offscreen machen irgendwann. Auch bei Fichte vielleicht. Die Decken erhöhen alles. Dass es ergiebiger wird, das Ganze. Ist gleich hoch, ne? Ja. Das wäre, glaube ich, ganz sinnig an der Stelle. So. Ja, ein bisschen was zu weiß, in Ordnung. So. Alles damit mal abstecken. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Alles meins, meins, meins. Oder ich geb's ja eigentlich jetzt gerade weg, also gar nicht mehr meins, sondern euer, euer, euer. Hier. Für dich, für dich, für dich, für dich. Alles für euch. Was tut man nicht alles für euch? Mensch, Mensch, Mensch. Ich nehme gerade 2 Stunden 20 Minuten am Stück auf. Untypisch bei mir bei Minecraft in der letzten Zeit auf jeden Fall. Weil ich mich ja verarbeiten drücke, aber gerade war ich ja doch motiviert. Und leider, was heißt leider, zum Glück auch nicht ganz ideenlos. Also ich habe ja was geschaffen, was durchaus einem Stil ähnelt. Und ich bin sehr froh, es gemacht zu haben. Na, komm her. Die Deko darf ich echt irgendwann später machen. Aber es ist echt grau und grau, das geht so nicht. Das kann man nicht so lassen. Das muss noch dekoriert werden mit Grün auf jeden Fall. Vielleicht mit Zäunen noch. So solchen Materials, also Birke, ne? Aber das ist echt eine gute Kombination hier. Das gefällt mir ganz gut. Wenn das da wirklich sehr an Chris' Stil erinnert, von den Farben her, aber das ist halt logisch. Sind nun auch die gleichen Bauutensilien, dann hilft das halt nicht. Genau, ich wollte ja die Treppe bauen hier nach oben. Das war das Ding. Deswegen ich allgemein abgebrochen habe, das Haus zu machen. Haha. So. Und ich bin mal so ziemlich außer Out of Truppe schon mal. Ist auch ganz toll. Nicht dort ankommen, wahrscheinlich eher weniger, oder? Ich mache, glaube ich, eine doppelseitige, also eine doppelstarke Treppe draus. Da werde ich jeder besser von draußen sehen, wenn ich das so mache, aber ist nicht so schlimm. So. So. Oh. Naja, ist halt wie gerade eine hohe Treppe, dann weil die Decke so hoch ist. Ist halt so ein kleines Problemchen vielleicht. Aber hilft dann auch nichts. So. An der Stelle muss ich dann so weiterbauen. Da, 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 da. So. Oh. Was haben wir hier an der Stelle jetzt? Hä? Ich kann keinen 3-Dingens-Dingens machen. Tja. Dann müssen wir da... voilà. Was anderes nehmen. Aber das ist schon nicht so schlimm, das passt schon. Da warte ich, das kann ich angepasst? Moment. Bis wir mit dem angepasst haben, das wäre vielleicht hübscher. Und was aber so. Ja. Schon recht. Zack. Das habe ich aber jetzt die obere Ebene hier auch mit entsprechenden Eichen, Fichtenholz statt Dingens gemacht, ne? Also. Ha. Erste Ebene so, zweite dann wieder mit dem. Spart auch am Dschungelholz und wie gesagt, da habe ich nicht so viel von. Machen wir es einfach so, was soll's. Aber das wiederum heißt natürlich, ich würde massiv Fichte brauchen auf Dauer. Massiv Fichte. Das heißt, sie muss ja dick sein, ne? Ist klar. Hahaha. Ah, Mist. Oh, da gibt es ein bisschen filigranere Baum, was ich mir jetzt angewöhnen muss. Bei solchen Sachen. Was tut man nicht alles, um Material zu sparen? La 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 la. Ah, weg. Blop. So, 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 so. Hab ich noch was? Ja. Das war's nicht. Das wär's gewesen. Aber was habe ich noch? Das ist auch gut. Ne.
zack, 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 zack. Hat sogar gereicht, wunderschön. Geht auch hier, es ist hier auch mal ein bisschen dunkler, das Ganze. Es ist okay, es ist völlig okay. So. Ich mag diesen Rand auf jeden Fall sehr gerne. Überall, aber auch vor allem hier gerade. Wirkt das ziemlich cool. So, natürlich alles wieder dunkel hier drin. Ich möchte sogar ein Zimmer da rein an der Stelle, man glaubt das ja kaum. Aber, naja. Es geht trotzdem nicht so, wie es gerade ist. Ne, da vorne. La 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 la. Aber ja, hier ist immer noch Platz im Zimmer jetzt. Das ist auch cool. Könnte man machen, wenn man will. Wahrscheinlich will ich sogar. Okay, cool. So, würde ich sagen. Ah ja, haha. Das ist dann so ein bisschen der Haken an der Stelle. Da muss ich dann wegnehmen, den Stil. Ja. Ah ja. Das kann man auch machen. Stört jetzt nicht so sehr, aber es ist vielleicht auch ein bisschen eng. Man sollte hier anfangen, aufhören irgendwie. So. Flop. Also dann doch die Treppen darum ziehen, wa? Wie aus sehe ich das sowieso nicht, weil das zu ist. Und das muss hier noch zu. Flop, papa. Ja. Hoppel, Zimmer rein ist bereits halb ab das Zimmer hier. La, 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 la. So. Geht's hier rein? Nur mal diesen Treppenstil da. Ist nicht weiter schlimm. Aber soll ich auch mit Treppen machen, vielleicht? Wenn es hier irgendwie ein bisschen größer wirkt. Oh, 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 oh. Das muss halt weg. Ja. Da haben wir aber dieses Problem irgendwie gelöst jetzt im Prinzip. Auch wenn es keiner mehr sieht dann. Nee, warte. Da war ich auch mal ein bisschen voreilig. Mit dem Durchziehen. Pop. 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 Nee. Weil doch. Reicht ja, wenn da was ist jetzt irgendwie. Ja, ach, was soll's, haben wir aber so.